Familie. Das Wort allein hat viel positive Eindrücke. Liebe, Geborgenheit, Vertrauen, Zusammengehörigkeit, Schutz, Gelassenheit, Hilfe. Weihnachten ist ein Familienfest. Es gibt Familienfeiern und Zusammenkünfte. Das Weihnachtsessen allein ist vielleicht mehr als jedes andere ein Familienanlass. Sogar Familien, die selten gemeinsam am Tisch sitzen, selbst diese Familien versuchen zumindest zusammenzukommen und bereiten das Essen für die große Familie. Andererseits erleben viele Familien es ganz anders. Sie sind nicht vereint. Oft sprechen Familienmitglieder nicht miteinander. Einige familiäre Wunden sind so tief verwurzelt, dass manche Familienmitglieder vergessen haben, was der ursprüngliche Grund für die Auseinandersetzung war. Bedeutet dies, dass unsere Familien nicht gut sind oder Versager sind? Nehmen wir einen großen Trost vom heutigen Evangelium. Die heilige Familie kannte Leid, Verwirrung, Einsamkeit, Trennung und Angst. Wegen dem Kind wollte Josef sich aus dem Staub machen. Wegen ihrem Kind musste Maria viel leiden. Ihr selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen, sagt Simeon zu Maria. Um Jesus zu retten, musste die Familie nach Ägypten fliehen. Und später war es nicht einfach. So sind die Eltern zu ihren Kindern, liebe Mitchristen. Nicht nur die Mütter Maria oder die heilige Monika, das sind unzählige Eltern, die für ihre Familie so viel Leid ertragen müssen. Wenn wir das Fest der heiligen Familie feiern, dann ist es uns ein willkommener Anlass, über unsere Familie nachzudenken und den Eltern zu danken für so viele Opfer, die sie für ihre Kinder und ihre Familie aufbringen. Es ist auch eine Gelegenheit, einander zu verstehen und zu verzeihen, damit die Familie wieder ein Ort wird, wo es mir gut geht. Kein Mensch ist perfekt. Keine Familie ist perfekt. Aber jede Familie ist von Gott geliebt. Bitten wir Gott, dass er uns und unsere Familien segnen und begleiten möge. Amen.